Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourier rein. Ja, letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie wir das Theorem von Fourier ausweiten können auf Unstetigkeitsstellen, also auf die Existenz einseitiger Grenzwerte. Und da haben wir hier den Satz 3, 4 gesehen. Da haben wir uns ein f in geschwungen L1 genommen. Und wir haben nur vorausgesetzt, dass halt die Grenzwerte von f in t plus und t minus für ein t aus R existieren. Muss die Fortsetzung sein. Und dann haben wir festgestellt, dass die partiellen Fourier-Summen unter den Voraussetzungen schon gegen die ja, diese Fortsetzung f Stern von t gleichmäßig konvergieren. Gut. Nur das ist eine Verallgemeinerung dahingehend, weil wir das ja im Satz von Fourier selber nur für stetige Funktionen bekommen haben, was natürlich auch schon ein gutes Ergebnis war, weil da steckt ja auch schon mal viel hinter. Aber das ist halt das Allgemeinere, weil wir hier halt auch Unstetigkeitsstellen mit erschlagen haben. Genau, nochmal vielleicht ein Wort dazu, dass halt irgendwie da dieses geschwungen L steht. Also es ist halt so, dass es hier halt nicht darauf ankommt, dass wir eine Funktion auf Nullmengen ändern. Ich hatte das ja hier mal so ein bisschen angerissen auf der rechten Seite. Bin auch gleich am Anfang so ein bisschen in eine irreführende Richtung wahrscheinlich argumentiert habe. Aber es ist halt wirklich nur wichtig, dass wir Funktionen betrachten, die Modulo und Nullmengen gleich sind. Also das heißt, wir können hier tatsächlich auf die Äquivalenzklassen gehen, wenn das jetzt irgendwie konzeptuell Probleme bereitet, dann stellt euch einfach vor, dass das ganz stumpf eine L1-Funktion ist. Im Prinzip ist es ja generell immer so, wenn ich irgendwo Äquivalenzklassenräume hinschreibe, dann kann ich auch mir immer vorstellen, ich wähle mir den konkreten Vertreter und rechne es für den durch und habe dann hinterher ein allgemeineres Ergebnis, weil ich ja die Äquivalenzklasse wechseln darf. Muss halt nur dann sicherstellen, was man halt auf dem Weg macht. Und wenn man es so formuliert, dann geht es halt auf. Genau, der Beweis. Den haben wir hier ein bisschen kurz gefasst. Der ist im Wesentlichen jetzt halt so, dass man den Beweis von Theorem 3,1 in zwei Richtungen imitieren muss, nämlich einmal von 0 bis Pi, einmal von minus Pi bis 0. Und da muss man dann halt einfach die gleichen Argumente wiederholen. Und dann kriegt man es hier mit einer relativ elementaren Dreiecksungleichungsabschätzung dann wieder runtergedampft. Und genau, das war im Wesentlichen so das Resultat der letzten Folge. Und heute wollen wir uns im Wesentlichen ein Beispiel angucken, das mal so ein bisschen die Wirkung dieses Satzes erläutert. Und zwar wollen wir uns eine spezielle Funktion angucken und dann mal konkret Fourier-Reihen ausrechnen und auch wirklich begründen, warum diese Fourier-Reihe konvergiert. Das ist Beispiel 3,5. Und die Beispielfunktion, die wir hier haben, ist folgende. Wir nehmen die Funktion h von 0 bis 2 Pi in die reellen Zahlen. Und zwar der Bauart h von t gleich Pi minus t halbe, falls das t zwischen 0 und 2 Pi ist. Und 0, falls das t 0 oder 2 Pi ist. Vielleicht erste Bemerkung, wir haben hier das Intervall 0 bis 2 Pi stehen. Das ist jetzt sozusagen die erste Anwendung von unserer Bemerkung 1.9. Na, da haben wir uns ja überlegt, beziehungsweise haben kurz begründet, wenn ich den Integrationsbereich verschiebe, aber halt 2 Pi als Länge lasse, ändern sich zwar Fourier-Koeffizienten, aber die Eigenschaften ändern sich nicht. Ja, und dementsprechend ist das jetzt sozusagen das erste Mal, dass wir das anwenden an der Stelle, indem wir eine Funktion hernehmen, die auf einfach einem Intervall der Länge 2 Pi definiert ist, das aber nicht minus Pi bis Pi ist. So, wie sieht das Viech aus? Hier ist irgendwo Pi, hier ist irgendwo 2 Pi. Wir wollen gleich die Fortsetzung uns auch angucken, das heißt, ich mache hier schon mal ein bisschen mehr. Haben wir hier minus 2 Pi. So, Pi minus t halbe ist offensichtlicherweise eine affin lineare Funktion.
Und zwar, wenn wir t gleich 0 setzen, sind wir bei Pi halbe. Das heißt, wir starten irgendwo hier. Und die Nullstelle ist Pi. Das heißt, wir gehen hier unten durch. Und dann, ich versuche mal einfach hier eine. Ja, genau. Okay, dann haben wir uns doch Freihand. Ist halt auf diesem Grafiktablet immer ein bisschen schwieriger, als es aussieht. So, und dann geht das halt hier unten weiter, bis man irgendwann dann bei minus Pi halbe ist. Das heißt, hier ist dann irgendwo minus Pi halbe und dann müssen wir halt irgendwo hier unten rauskommen. So. Und wichtig ist halt, hier sieht das Ding so aus, dass halt hier die Werte an 0 und 2 Pi gerade 0 sind. Also wir ändern das auf einer Nullmenge so ab, dass das hier eben in der Null, im Nullpunkt liegt. Warum? Naja, wir wollen irgendwie dieses Sprungstellenverhalten einsehen von dieser Fourier-Reihe. Wenn wir dann die 2-Pi-periodische Fortsetzung zeichnen würden, dann würde man jetzt hier oben wieder ansetzen, dann geht das hier so runter. Und hier fängt es dann hier unten an. Geht dann wieder hier hoch. Geht dann hier hoch. Und hier hat es dann wieder den Wert 0. Na, so wird man sich das dann irgendwie hinmalen. Das ist also die Funktion H-Schlange. Gut. Das hier ist T. Das hier ist H von T. Dann passt das. So, wir bemerken also zunächst mal Folgendes. Diese Funktion ist ersichtlicherweise ungerade. Ja, also H ist ungerade. Das heißt für uns auf jeden Fall schon mal, dass die AKs der Fourier-Reihe gleich 0 sind. Für alle K aus N0. Ja, das heißt, wir haben keinen vorne, also vorne keinen Offset-Term und wir haben halt alle AKs direkt auf einmal erschlagen. Gut, jetzt müssen wir halt die BKs ausrechnen. Das ist halt einfach nur wieder ein Integral, wo man nicht wirklich Angst vorhaben muss. Es gilt nämlich Folgendes: Wir machen wieder den Ansatz Pi mal BK, dann vergessen wir am Ende nicht das 1 durch Pi. Wir müssen es nicht überall hinschreiben. Das ist jetzt einfach das Integral von 0 bis 2 Pi. Und dann haben wir hier stehen H von S mal, und jetzt muss der Sinusanteil quasi kommen: Sinus KS DS. So, das machen wir jetzt partiell. Im Sinne von, das hier ist das H von S. Das ist ja von 0 bis 2 Pi hier drin. Ob das auf der Nullmenge 0 ist, interessiert das Integral ja nicht. Integrale verschlucken ja Nullmengen. Das heißt, wir setzen das hier für die partielle Integration als U, das als V'. Und dann machen wir einmal partielle Integration und landen bei Pi minus S halbe mal Cosinus von KS durch K, ne, U' mal V. U mal U-Streben. U mal V. So. Das von 0 bis 2 Pi. Und dann ziehen wir ab das Integral von 0 bis 2 Pi. So, jetzt kommt U-Strich mal. So, hier hinten sehen wir sofort wieder, das ist gleich 0, ne? Weil wenn ich das hier von 0 bis 2 Pi integriere, kommt gerade 0 raus. Also ansonsten einfach den Cosinus hoch integrieren, steht ein Sinus, Sinus eingesetzt 0 bis 2 Pi mit dem ganzzahligen Vielfachen ist eben 0. Das heißt, wir müssen nur hier gucken, was passiert hier vorne. Ja, und da vorne können wir erstmal rausziehen, einen minus 1 durch 2k. Und dann müssen wir nämlich hier drin nur noch einsetzen, Pi minus S. Pi minus S. Doch. Mal Cosinus von KS. Und das ausgewertet von 0 bis 2 Pi. Ich überlege nur gerade, wo das Minus herkommt. Nö, ja, das ist der Fehlerplatz. Gut, wenn ich jetzt hier 2 Pi und 0 reinnudeln, dann lande ich bei Pi durch K.
Das heißt, wenn ich jetzt hier berücksichtige, dass wir Pi mal bk ausgerechnet haben, haben wir hier dann stehen, bk ist gerade 1 durch k. So, und das heißt, unsere assoziierte Fourier-Reihe sieht dann folgendermaßen aus. H von t ist assoziiert zu, ja, es haben nur die k gleich 1 bis unendlich Terme stehen, weil wir haben ja kein a0. Und dann haben wir hier Sinus von kt durch k. Das ist das Resultat, was sogar eine Nummer gekriegt hat. So, jetzt ist es so, das ist wieder so ein Analysis-Fakt. Wir haben schon mal begründet, dass das hier im Prinzip eine harmonische Reihe ist, weil wenn ich das locker abschätze, der Sinus ist kleiner gleich 1, dann habe ich hier als divergente Majorante die divergente Majorante, jo, genau. Andersrum. Wenn ich Sinus x durch x angucke, dann weiß ich halt, dass da das uneinliche Integral nicht existiert. Und nach dem Reihenkriterium kriege ich dann, oder dem Integralkriterium für Reihen, je nachdem, in welche Richtung man es lesen will, kriege ich dann raus, dass auch diese Reihe hier divergiert. Das heißt, ich habe Sinus von kt durch k, das ist unendlich. Na, weil der Sinus das einfach nicht einfängt, ist es jetzt unklar, ob das Ding wirklich konvergent ist. Also das ist unklar. Ob die Reihe gegen das H-Schlange konvergiert. So, der Punkt ist, jetzt kommt aber unser Satz 3,4 ins Spiel. Denn wenn wir wissen, dass die Fourier-Reihe ausgewertet in einem konkreten T aus R konvergiert, dann wissen wir auch, dass die Partialsummen, also die arithmetischen Mittel der Partialsummen, gegen die Summe konvergieren. So, das heißt, Satz 3, 4 impliziert Folgendes: Die Summe k gleich minus unendlich bis unendlich. Jetzt kommt der Fourier-Koeffizient fhut von dem k mal e hoch ikt, also die Darstellung der Fourier-Reihe. Das ist das gleiche wie das f Stern. So. Jetzt betrachten wir mal einmal einen speziellen Wert für t. So. Vielleicht habt ihr das gemerkt, ein kurzer Cut drin, weil ich war gerade mega verwirrt, weil das, was ich hier sage, irgendwie sich gerade nicht stimmig anfühlt. Es ist auch nicht stimmig. Es ist so, dass die harmonische Reihe, die ist unendlich. Deswegen ist es zunächst unklar, ob diese Reihe hier oben gegen das H-Schlange konvergiert. Das Sinus von kt, das kann abhängig von t natürlich konvergieren oder nicht. Und wir werden jetzt tatsächlich ein konkretes t angeben, wo das passiert. So, also betrachten wir. Achso, da sollte ich mir vielleicht eine Notiz machen, dass da halt einfach nur eine 1 stehen muss. Ich meine, es ist im Skript, glaube ich, nicht ausformuliert, aber trotzdem, ne? Also betrachten wir t gleich Pi halbe. So ist, ja, was ist das für eine Reihe, die da entsteht? Naja, die Summe von k gleich 1 bis unendlich. Sinus von Pi k halbe durch k. Und der Sinus ausgewertet an Pi k halbe. Naja, das ist gerade. Ein bisschen umskalieren und einmal umdenken. Das ist gerade minus 1 hoch j durch 2j plus 1. Ist halt hier deshalb jetzt nur umskaliert, weil wenn wir das bei 1 anfangen lassen, dann müssten wir hier erstmal im Index gucken und dann würde hier unten halt unter Umständen 0 entstehen. Muss man aufpassen. So, das Ding ist eine alternierende monotone Nullfolge, das heißt, das ist nach dem Leibniz-Kriterium konvergent. Also gilt wegen dieser assoziierten Fourier-Reihe da oben, wegen 3, 2, dass die Summe k gleich 1 bis unendlich minus 1 hoch k durch 2k plus 1, dass das nichts anderes ist als die Funktion h ausgewertet an Pi halbe. Und das ist aber gerade Pi Viertel.
Und so haben wir hier eine Möglichkeit gefunden, mal so einen konkreten Reihenwert für so eine alternierende Reihe hinzuschreiben. Was ja im Allgemeinen eine ziemlich schwierige Sache ist. Also es ist meistens ja nicht so dramatisch zu entscheiden, ob eine Reihe konvergiert oder nicht, aber es ist häufig sehr schwierig, den Reihenwert auszurechnen. Und Fourier-Reihen sind dann eine Möglichkeit, wenn man irgendwie eine Funktion findet, deren Fourier-Koeffizienten genau die zugehörigen Reihenglieder sind. Jetzt kann man hier an der Stelle aber noch ein bisschen weitermachen. Man kann nämlich das Dirichlet-Kriterium anwenden für Reihen. Das ist im Zweifel mal nachzulesen in der Anna 1 von Caballo und zwar in 38.4. Dieses Kriterium ist halt ein bisschen stärker. Das liefert sogar, dass die Konver dass diese Fourier-Reihe sogar für alle T aus R konvergiert. Genau, also vielleicht nochmal zu diesem Dirichlet'schen oder Dirichlet-Kriterium hier. Das sagt sinngemäß Folgendes aus. Eine Reihe k größer gleich 0, ak, ck, das sollen irgendwie komplexe Zahlen sein, das interessiert uns jetzt an der Stelle nicht wahnsinnig, sondern du nimmst einfach im Zweifel die Realteile, konvergiert, falls zwei Bedingungen gelten, nämlich erstens, die Folge Sn definiert durch die Partialsummen. Diese Folge ist beschränkt. Und diese Folge Ck, die wir da dran multiplizieren, ist reell und monoton fallend. Gegen 0 natürlich, sonst hat das Ding keine Chance zu konvergieren. Und wir sehen hier, naja. Unser AK ist in der Setzung jetzt quasi das minus 1 hoch K, beziehungsweise das Sinus von. Machen wir es hin, Sinus von KT. Das ist natürlich beschränkt, auch wenn ich die Summen bilde, ne, weil das wird beschränkt durch die Anzahl der Summanden. Und CK, das 1 durch K, ist natürlich eine monoton fallende Nullfolge. Also nach diesem Kriterium konvergiert das Ding dann für alle T aus R. Genau. Und dementsprechend haben wir halt die Gleichheit für alle T aus R. Das heißt, wir wissen jetzt, H von T ist gleich die Summe K gleich 1 bis unendlich Sinus von KT durch K. So. Und der Satz 3, 4, ne, ich möchte das nochmal highlighten, damit wirklich klar ist, wo der Satz reingeht, der ermöglicht es uns halt überhaupt, erst hier über Gleichheit zu sprechen, weil der ja an der Stelle hier aussagt, okay, die Summe oder die Reihe der Fourier-Koeffizienten mal die Exponentialreihe, also die AK Cosinus plus BK Sinus Terme, die konvergieren gegen das F Stern und F Stern von T ist ja gerade das H Stern von T in dem Fall, ist ja gerade dann sozusagen genau das hier, die Fortsetzung und halt in den Unstetigkeitsstellen das arithmetische Mittel aus den beiden sozusagen. Und das ist ja genau das, was wir in Satz 3, 4 gesehen haben, weil dieses F-Stern ist ja gerade in den Unstetigkeitsstellen so definiert, dass du die Mitte triffst. Genau. Diese Gleichheit, die werden wir später nochmal struktureller Natur zeigen. Das müsste, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, irgendwie Beispiel 7.6 werden. Und da werden wir es, wie gesagt, nochmal auf anderem Wege erreichen. Aber damit sind wir an der Stelle mit dem Kapitel 3 durch. Und sind jetzt, also haben wir jetzt im Wesentlichen festgestellt, gleichmäßige Konvergenz war jetzt gar nicht so schlimm. Ne, man braucht halt nur den Satz von Fourier. Und dann geht eigentlich alles relativ glatt durch. Ne, das nächste Kapitel ist wieder so ein bisschen technischer Natur, um einfach so ein bisschen funktional-analytischen Standard wieder mit reinzubringen. Da werden wir uns nämlich mit Faltungen beschäftigen und mit dem Begriff von Dirac-Folgen. Und dann werden wir sehen, da haben wir im Prinzip schon ein paar kennengelernt. Gut, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss.